und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keep It Simple zusammen mit mir, Achim Mautz von www.ratgebergeld.at. Tja, die Frage war vorige Woche von einigen von euch auf Facebook, welche Zielmarken kann man haben, um erste Gewinne in einem Trade mitzunehmen? Und da müssen wir eigentlich ganz am Beginn anfangen. Es ist hauptsächlich davon abhängig, ob ich also jetzt ZB einen Daytrade, Swingtrade oder Positionstrade eben am Laufen habe. Das heißt, sprich, bei einem Daytrade wird natürlich das Kursziel um einiges geringer sein als bei einem Swingtrade oder Positionstrade. Genauer, was genau hinter einem Daytrade, Swingtrade und Positionstrade steckt, das werden wir in den nächsten Tutorials hier auf Keep It Simple noch genauer besprechen. Vorerst ein kleiner Tipp meinerseits. Der Punkt, an dem ich also erste Gewinne mitnehme, sollte immer in Relation mit dem Risiko sein. Nehmen wir jetzt einmal an, ich habe also jetzt einen Trade, ich kann es also jetzt zum Beispiel in Dollar oder in Euro berechnen, wo wir insgesamt 200 Euro riskieren. Wenn ich also jetzt in diesen Trade 200 Euro vorne bin, dann sollte ich beginnen, ab dem Punkt, ab dem ich mein Risiko verdient habe, erste Gewinne mitzunehmen. Das kann natürlich auch letzten Endes ein prozentualer Anstieg sein. Wenn ich also hergehe und sage, ich nehme einen Trade in einer Aktie, die kaufe ich mir bei 100 US-Dollar und ich setze einen Stop-Loss bei 95 US-Dollar, riskiere also insgesamt 5 Dollar in diesem Trade, dann muss ich natürlich auch, wenn ich einmal 5 Dollar verdient habe, erste Aktionen setzen. Das heißt, ich würde also dann hergehen und sagen, bei rund 105 würde ich erste Teilgewinne mitnehmen. Teilgewinne mitnehmen, das ist der erste Schritt in Richtung, wie ich also einen gewinnorientierten Trade am Laufen lassen kann. Sprich, ich nehme Teilgewinne mit, beginne meinen Trade dann auch letzten Endes abzusichern. Aber ich versuche immer wieder auch den Gewinn mit sogenannten Trailing Stops weiterlaufen zu lassen. Auch ein Thema, das wir in den kommenden Tutorial-Videos hier auf Keep It Simple noch genau besprechen wollen. Fazit also, der erste Gewinn oder die ersten Gewinnmitnahmen sollten immer in Relation mit den eingegangenen Risiken sein. Wenn ich kleine Risiken eingehe, dann werde ich bereits nach kleinen Anstiegen erste Teilgewinne mitnehmen. Wenn ich große Risiken eingehe, dann brauche ich natürlich auch große Gewinne, um diese dann auch in Relation zu meinen etwaigen Verlusten zu halten. Kleiner Tipp noch am Rande, es gibt am Mittwoch dieser Woche um 19 Uhr ein Sonderwebinar zum Thema technische Analyse. Lade euch alle dazu ein, es ist eine kostenlose Anmeldung, den Link dazu findet ihr am Ende von diesem Video. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche zu einer weiteren Folge von Keep It Simple zusammen mit mir, Achim Mautz von www.ratgebergeld.at.